Der Rüdiger sagt, wir hatten mal den Balladenschlag geübt. Wie ging der nochmal? Okay, dann fangen wir damit mit Einblendung an hier. Gehen wir mal auf die große Einstellung für die Gitarre. Wenn man stelle sich vor, man hat vier Schläge im normalen Viervierteltakt und die Ballade ist eigentlich im Normalfall dann immer im Viervierteltakt. Es gibt natürlich andere Balladen, aber damit gibt auch im Dreivierteltakt Balladen, das ist nicht das Problem. Aber was gemeint ist, der Balladenschlag im Viervierteltakt. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel vier Schläge macht, eins, zwei, drei, vier, vielleicht auch den Allround-Schlag zwei macht, der eins. Eins, zwei und drei, vier. Dann lässt sich das nicht so richtig gut umsetzen. Ja, man müsste im Grunde, hört der Balladenschlag sich am schönsten an, dass man auf dem dritten Schlag eine Betonung macht. Das könnte man natürlich, wenn ich das beim Allround-Schlag eins jetzt machen würde. Eins, zwei und drei, vier und eins, zwei und drei, vier. Finde ich nicht ganz so gelungen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich in die 16. Schlagbewegung gehe, also doppelt so schnell, wie ich letztendlich normalerweise anschlage. Die Schlagbewegung, die normale langsame, die ist ja so. Eins, zwei. Und damit könnte man quasi, wenn man jetzt alle mitzählt, auch sozusagen. Also beim Allround-Schlag 1 könnte man in Achteln spielen. Ja? Und ich spiele so in Sechzehntel. 1, 2, 3, 4. Das heißt, maximal hätte ich 16 Schläge, die ich hören würde. Und wenn ich so zähle, 1, 2, 3, 4, dann mache ich meistens entweder zwei Schläge bei 1 und 2 im Bassbereich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, mit dem Stopper geht es dann noch besser vielleicht. Müsst ihr je nach Lied einfach ausprobieren. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Ja, man kann Balladen natürlich auch ganz anders spielen, aber beim Balladenschlag kommt diese Idee zu spielen daher, weil bei vielen Balladen der Schlagzeuger auf die Snare haut. Die ist ziemlich laut und durchdringend und das ist dann eine besondere Betonung. Und das übernimmt der Gitarrist in dem Fall, indem er einfach ein bisschen lauter anspielt.